Die Henne kehrt zurück in die Meschede Innenstadt. Mit dem regionale Projekt wissenwasserwandel@meschede.de wird der Fluss am Winziger Platz freigelegt und zugänglich gemacht. Seit den 50er Jahren war die Henne am Winziger Platz zubetoniert. Jetzt kommt Baggerschaufel für Baggerschaufel das Wasser wieder ans Tageslicht. Es ist geplant, dass wir hier ungefähr 650 Kubikmeter Beton abtragen. Wir werden hier 160 Kubikmeter Stahlbeton einbauen, 160 Tonnen Bewährung einbauen, ungefähr auch 1000 Quadratmeter werden wir an Spritzbeton auftragen und 350 laufende Meter vom neuen Gelände einbauen. Herr Donner, Sie sind Bauleiter von einer Arbeitsgemeinschaft, drei Meschede Firmen, die es hier in der Arbeitsgemeinschaft machen. Was ist denn so die größte Herausforderung an dieser Baumaßnahme? Ja, die größte Herausforderung ist für uns eigentlich die zeitliche Schiene, weil diese Baumaßnahme war in zwei Losen ausgeschrieben und wir sind in der glücklichen Lage, dass wir den Zuschlag für beide Lose bekommen haben. Und das ist schon eine gewaltige Aufgabe, das in der Zeit bis zum 30. November zu lösen. Bereits jetzt, wenige Tage nach dem offiziellen Baubeginn, ist am Winziger Platz ein lange unbekanntes Geräusch zu vernehmen. Das Rauschen des Wassers. In Meschede ist man sich sicher. Mit dem regionale Projekt, das als weiteren Baustein einen Henne-Boulevard zwischen Innenstadt und Hennesee vorsieht, wird die Lebens- und Aufenthaltsqualität steigen. Impulse soll das Projekt auch für den Einzelhandel und den Tourismus geben. Die Vorfreude bei den Verantwortlichen ist riesig. Ich muss sagen, mich überkommt so ein Glücksgefühl nach der ganzen Phase der Planung, der Bürgerbeteiligung, der Ausschreibung, dass wir jetzt wirklich heute den ersten Hammerschlag tun können. Also es geht voran, es geht los. Vielfach gab es ja wie immer Skeptiker, die immer gesagt haben, das bleibt nur bei bunten Bildern. Nein, wir können belegen, das, was wir bis heute zugesagt haben, wird umgesetzt und wird auch in der Zukunft umgesetzt. Und das, denke ich mal, ist eine Bereicherung. Und für einen Bürgermeister, der gleichzeitig auch von Haus aus Planer ist, denke ich mal, ist das schon ein Glücksgefühl. Im November soll die Baumaßnahme am Winziger Platz abgeschlossen sein. Dann hat die Henne nach 60 Jahren endlich ihren Platz in der Mescheder Innenstadt zurück. Und Bürgerinnen und Bürger können bei gutem Wetter ihren Kaffee genüsslich am Henneufer trinken.